Hallo Tim oder hallo Freunde, willkommen bei Fischer Bricks. Ich bin Fischer, ganz genau. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's blendend, ja. Und diese Geschichte, heute habe ich ganz entspannt mal einen Karton. Nein, Spaß. Und zwar heute machen wir mal so das Haul-Video, meine Freunde. Genau. Ich habe mir was bestellt vorab. Geht um Klemmbausteine, aber es ist offiziell kein Lego. Ja. Und das hat vor ungefähr 2, 3 Tagen etwa war von Prime, was haben wir von Amazon bestellt? Genau. Ich hatte gerade auch Prime-Abo, warum da jetzt überhaupt Prime mit drauf steht, keine Ahnung, aber ich habe offiziell kein Prime-Abo. Ich habe offiziell kein Prime-Abo, jetzt habe ich, genau. Ja, warum jetzt wieder offiziell Prime drauf steht, Amazon Prime drauf steht, keine Ahnung. Ist aber auch immer egal, ja. Das ist gerade mein Föhn, alles gut. Ja. Ich hätte gedacht, komm, wenn dich so eine Chance mal bietet, für günstiges Geld da sich mal was zu holen, was nicht von Lego ist, kann man das mal machen, ja. Und das schauen wir uns mal ganz entspannt mal an. Nicht von Lego, wie gesagt. Und da sind wir so der Dauerwerbesendung ganz entspannt. Also, Messer parat. Das heißt, da geht es bei keinem noch an. Dann schauen wir das ganz entspannt mal auf, ja. Meine Vögel sind heute sehr aktiv. Keine Ahnung, was wir heute haben. Wir haben Sonntag, aber ja. Ich wollte auch sagen, der Karton, der ist relativ sehr gut im Zustand. Zwar mal wenn. Da habe ich auch bei manchen Leuten was. Schon schlimmere Kartons mal hier und da mal gesehen in diversen Videos. Aber ich muss sagen, der ist recht gut erhalten. Der sieht sehr gut aus. Von innen und von außen. Ich habe ja mal ein Video dazu gemacht, wo ich schon mal die Platten bestellt habe. Von Philipp, glaube ich, heißen die, glaube ich, aus Asien bestellt habe. Da war der Karton nicht so ganz bombastisch. Das Karton ist nicht so ganz bombastisch an manchen Stellen. Aber. Und der wurde dann einfach bei mir vor der Haustür da ein paar Meter weiter halt hingelegt. Aber das Video dazu werde ich euch mal ganz entspannt da oben mal verlinken. Könnt ihr schon mal gucken, wenn ihr Bock habt. Okay. Aber das gute Stück mal auf. Muss ich mal gucken. Okay. Ah, das ist doch ein größerer Karton. Ich hätte nicht gedacht, okay. Okay. Putzpapier dazu ist klar. Einmal rüber. Und einmal Putzpapier rum. Also Polsterung funktioniert auf jeden Fall bei den Schlagern gut. Kann man echt sagen. So. Und noch ein bisschen Schutz. Polsterung. Trommelwirbel, habe ich mir vor ein paar Tagen ein schönes, entspanntes Set, wo ich gerade gemerkt habe, dass ein großer Karton ist, von den Jungs von Modbricks, das Auto ausbestellt. Die sogenannte, was? 18-26-70-04. Mein Gott, was eine riesen lange Zahl. Aber ja, das sogenannte Autohaus von Modbricks. Genau. Ja. Hast du bestellt. Und das Ding gucken wir uns bei der nächsten Zeit mal ganz entspannt mal zusammen an. Genau. Ich habe auch den Karton dazu schon auf Instagram mal ein bisschen was gepostet, auf Facebook was gepostet. Aber das schicke Stück, wie gesagt, gucken wir uns mal ganz entspannt an in der nächsten Zeit mal an. Ja, ich wollte mir was ein bisschen mehr bestellen, aber ich wusste jetzt nicht, ob das dann mit der Bestellung funktioniert und so. Weil ich auch mal testen wollte, ob Amazon da mittlerweile brav zum ist und dann auch wirklich das da liefert. Aber doch, kann man echt sagen, der Karton sieht schon mal von vorne, das sieht relativ gut aus. Ah, hier ist mal eine kleine Knuffe hier auf der einen Seite. Mein Gott, das ist aber relativ viel, weil wir es erkennen können, da so grob. Also relativ gar nichts. Also mal so recht im grünen Bereich. Doch, der Karton ist sehr sauber verarbeitet, kann man echt sagen. Und da bin ich wirklich mal gespannt, was uns da für Abenteuer mit der Hinterstein sagt, mal der nächste erwartet. Genau so ist es. Ja. Cool. Ein Auto ist aus. Genau. Wahrscheinlich ein bisschen was von meiner Lego-Stadt demnächst irgendwann mal vor, in der nächsten Zeit. Da ist so ein Hauptgebäude auf jeden Fall schon mal ganz sinnvoll, wenn man schon mal sowas mal nach und nach mal hat. Aber eins nach dem anderen, wie gesagt, ja, schick. Und da ist auch einiges dahinter, was mir voll gut gefällt, vorab schon mal, dass sie hier die Teileanzahl direkt hier aufgetragen haben, soweit wie viele Teile man ungefähr drin haben. Doch, da freue ich mich drauf. Ja. Was war es im Grunde eigentlich? Ich würde zu sagen, es hat mich nur nach 15 Amazon-Karton, wie man halt immer kennt. Ja. Und dazu wird es halt in der nächsten Zeit auch ein Video geben. Glaube ich, dass ich mal die Platten demnächst nochmal zeigen werde, hier für mein Straßensystem. Ich kann mal vorholen, Moment. Wenn ich aber gerade so spontan rankomme. Ich bin jetzt hingefahren, so kurz. Genau. Und das sind die Platten, die ich von Amazon bestellt habe, die sind gerade. Da wird es auch demnächst nochmal ein Video von geben. Aber eins nach dem anderen, genau. Ja. Und wie gesagt, und mal sehen, was uns da für schöne Abenteuer demnächst so erwarten. Okay.
könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich das Ding mit euch zusammen aufbauen soll oder ob da das. Das was wir so zeigen soll. Das könnt ihr mal in die Kommentare schon mal schreiben, ob ich noch was von Livestream machen soll. Wenn ihr Bock drauf habt, dann mache ich natürlich ganz gerne. Weil wir wissen ja, bei mir kommen die Livestreams immer so mehr spontan, wie ich darauf Lust habe. Aber wenn ihr wirklich Bock habt, das Ding mit mir zusammen aufzubauen, können wir das gerne tun. Genau. Ja, wir wollen mal kurz zusammen. Das Autohaus von Modbricks. Genau. Und wie gesagt, dazu wird es natürlich ein Video geben und da werde ich euch alles entspannt dazu das erzählen, was, wie, wieso, warum. Genau. Was das Ding so kann, schauen wir uns auf jeden Fall an. Okay. Dann wünsche ich euch einen schönen Morgen, heute Abend, wie ihr seht. Macht's gut, meine Freunde, Sascha, von Sascha und Bricks. Und schön, meine Vögel sind sehr aktiv. Macht's gut, Sascha, von Sascha und Bricks. Bis dann. Tschüss.